Hallöchen, hier ist wieder euer Rock und ich begrüße dich zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. Und wir machen uns heute daran, das neue Minecraft-Update uns anzugucken. Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger draußen. Ich bin so ein kleiner Nachzügler, denn ich hatte Minecraft auf CD und da gab es ein kleines Problem, sich das neue Update runterzuziehen. Ja, jetzt habe ich es aber auch. Wir wollen uns das Ganze angucken. Wir fangen natürlich an, erstmal hier bei unserer Simpsons-Welt und gucken uns so zwei Versionen an. Einmal noch die Xbox One Edition. Wie sieht die Grafik aus zur neuen Edition? Gucken wir uns ein bisschen an. Aber vorab noch, du weißt, die neue Edition ist verknüpfbar. Nicht nur die Xbox-Spieler haben diese Version gekriegt. Auch die PC-Leute wie die Handy- oder Tablet-Besitzer von Minecraft können auf dieser Edition mitspielen. Das heißt, wir können zusammen auch online auf unseren gegenseitigen Servern rumtüdeln oder sogar online miteinander spielen. Zuerst guckst du dir erstmal so einen kleinen Vergleich an von der Grafik von der Xbox One zur neuen Version. Also, wir sehen uns gleich wieder, nachdem du dir die Unterschiede mal angesehen hast. Vielleicht entdeckst du auch gar keine Unterschiede und meinst, sieht immer noch gleich aus. Oder du findest die alte Version besser als die neue Version. Deine Meinung ist mir auch wichtig. Also von daher, lass es erstmal auf dich ein bisschen einwirken. Sind dir schon Neuheiten aufgefallen? Nein? Naja, mir schon. Zum Beispiel, dass die Farben etwas kräftiger geworden sind, manchmal vielleicht noch etwas zu kräftig, aber ich glaube, da muss man sich einfach nur ein bisschen dran gewöhnen. Aber nicht nur die Farben sind neu, sondern auch die Welt an sich. Wenn man so ein bisschen rüberfliegt, man hat einfach mehr Sicht, man kann weiter sehen als damals. Auch die Welt baut sich schneller auf als früher. Alles positive Sachen, die ja zur neuen Version dazugekommen sind. Aber nicht nur, dass die Welt sich schneller aufbaut, wir haben auch neues Blockmaterial dazu bekommen. Noch nicht so viel, aber ich meine halt, für eine neue Version passt das Ganze, dass wir etwas immerhin noch dazu bekommen. Was das ist, sehen wir uns gleich mal an. Zu den neuen Blöcken zählen zum einen mal Mobspawner, denn das Drachenei, der Steinmetz, bei den Pferden kam einiges Neues dazu. Auch bei den Rüstungsständer haben wir jetzt Arme bekommen, damit er auch mal was halten kann. Kommen wir erstmal zum Drachenei, denn das habe ich eigentlich nur reingenommen, weil es ja auch im Creative Menu jetzt erhältlich ist, man muss es sich nicht mehr aus dem End holen. Zum Steinmetz, der ist ein neuer Dekorationsblock, den man sich einfach mal hinstellen kann, in seine Wohnung oder sonst wo. Zu den Pferden, da sieht man jetzt, wenn sie etwas essen, allgemein bei den Tieren, wenn sie etwas bekommen, sieht man jetzt diese Animation.
Bei den Pferden gab es jetzt auch neue Rüstung, und zwar die Lederrüstung dazu. Und das sind eigentlich schon alle Neuheiten, die ins Spiel mit hineingekommen sind. Aber eine Neuheit, die mir ein bisschen Sorgen macht, ist einfach nur, ihr wisst noch, als damals die Lüte rauskam, ich war ein leidenschaftlicher Lüterfieber, ich bin es eigentlich immer noch, nur bei der neuen Edition können wir mit der Lüte im Creative-Modus nicht mehr unendlich einfach geradeaus fliegen, wir können jetzt einfach nur noch gleiten und landen. Macht mir ein bisschen Sorgen, vielleicht ändert sich es in Zukunft noch, aber wir haben ja noch ein kleines Hilfsmittel, und zwar die Feuerwerksraketen. Denn mit der Feuerwerksrakete können wir trotzdem noch ewig lang weiterfliegen, seien wir im Creative-Modus oder auch im Überleben-Modus. Nur jetzt brauchen wir im Creative-Modus einfach nur noch die Raketen dabei. Ich glaube, daran werde ich mich noch gewöhnen müssen, aber ich bleibe trotzdem ein Elytra-Flieger. Ansonsten haben wir auch noch ein neues Crafting-System bekommen, das heißt im Creative-Modus sind die Blöcke alle etwas anders angeordnet. Man muss sich damit, glaube ich, erstmal ein bisschen zurechtfinden. Auch für mich ist das Ganze etwas schwer, noch die Blöcke zu finden. Aber ich glaube, nach ein paar Tagen bin ich auch erstmal drin und dann geht's auch wieder fleißig los hier beim Weiterbauen. Ansonsten, wenn du in Creative dir auch mal Blöcke wieder loswerden möchtest, sei es, hast du nur einen Stick oder mehrere Sticks, muss man jetzt extra immer dahin scrollen. Früher hast du einfach nur Creative für mich aufgemacht und das Ganze war halt weg. Kommen wir jetzt erstmal zum Hauptmenü. Im Hauptmenü können wir zum einen auch gleich unseren Charakter ändern, was in der alten Version nicht so leicht ging. Ansonsten kommen wir hier zu unseren Spielen, können unsere Erfolge sehen, zu den Einstellungen können wir kommen oder sogar in den Shop. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Shop und gucken mal, was da so neu ist. Zum einen haben wir da wie immer unsere Skin-Pakete, Texturen-Pakete, Welten und Measure-Pakete. Obwohl, warte mal, Welten? Das ist ja neu, da klicken wir mal rauf. Ja, denn Minecraft hat jetzt Welten eingefügt, Das heißt jetzt, du kannst dir ganze Welten kaufen. Zum Beispiel sind da Burgen, Raumstationen, vielleicht auch eine Piratenwelt, Pipapo und zielige Sachen. Es kommt bestimmt auch noch einiges noch dazu und du kannst dir hier viele Welten kaufen. Das Kaufsystem wurde auch noch gleich überarbeitet. Jetzt gibt es Points, das gucken wir uns gleich an. Aber zu den Welten gibt es auch neue Tiere und NPCs wie kleine Minispiele, die in den Welten mit eingebaut sind, wenn man sich eine kaufen sollte. Zu den Preisen her. Man kann sich von 2 Euro bis 20 Euro virtuelles Geld in Minecraft kaufen, aber das sollte jeder selbst entscheiden. Ansonsten sind wir erstmal im Shop fertig und gucken mal, was so bei Spielen abgeht. Zum einen kannst du hier, wenn du ganz neu dabei bist, einen 30 Tage kostenlosen öffentlichen Server errichten. Danach kostet das Ganze was. Ansonsten hol dir einfach deine alten Welten von deiner letzten Version, kannst du hier einfach leicht übertragen. Aufgepasst, falls du die Welt gleich überträgst und auf der alten Version weiterspielen solltest, kannst du diese nicht noch einmal übertragen. Das heißt, hast du sie einmal erst übertragen, solltest du dann auch auf der neuen Version weiterbauen. Falls du ein Typ bist, der eigene Welten hat, kannst du auch ganz einfach bei Freunden mitspielen. Die haben entweder auch einen Server und laden dich dazu ein, oder du joinst ihn einfach privat bei. Falls du auch da kein Freund bist und mehr lieber das Öffentliche magst, dann geh doch einfach auf den Server von Minecraft. Zum einen haben wir jetzt erstmal nur 3, da wird bestimmt in Zukunft vielleicht noch einiges dazukommen. Und wir gucken mal, was da noch so abgeht, aber heute erstmal noch nicht. Das machen wir alles in der nächsten Folge und gucken uns ganz in Ruhe die neuen Server an. So, aber ansonsten war es hier auch erstmal von meiner Seite, Freunde. Wir sind erstmal fertig, ihr wisst Bescheid. Ich baue dann erstmal jetzt hier auf der neuen Version weiter. Ich glaube, ich weiß schon, woran ich mich jetzt als nächstes setze. Der Pier muss ja auch wieder gemacht werden. Und da gucke ich mal, ob ich auch alle Blöcke hier noch finde. Aber ansonsten war es das hier erstmal von meiner Seite. Ich würde sagen, ich stehe ja safety und dann sehen wir uns einfach zur nächsten Folge wieder. Und dann sage ich ganz einfach mal, haut's rein und tschüss.